Du bist Aloy, nicht wahr? Dein Sieg in Teufelsleid ist in aller Munde. Es ehrt mich, dir gegenüberzustehen. Mach meinetwegen kein Aufhebens. Für wen hast du gebetet? Meine Schwester Nakoa. Sie sucht im Norden nach dem Kaja-Offizier Said, einem Hauptmann der Roten Raubzüge. Ich sorge mich um sie. Haben die Stammmütter Nakoa wirklich erlaubt zu gehen? Nein, sie weigerten sich. Doch sie ließ sich nicht abhalten, Said zu verfolgen. Er hat unseren Vater bei den Raubzügen ermordet. Nakoa sah es mit an, versteckte sich im Keller und zwang sich zuzusehen. Es veränderte sie. Ich lebte während der Roten Raubzüge im Becken. Wie war es hier draußen? 10 Jahre lang griffen die Kaja ohne Vorwarnung an. Teufel wie Said schlachteten Krieger ab und entführten Zivilisten für Blutopfer. Es endete, als der verrückte Sonnenkönig starb. Laut den Stammmüttern will sein Sohn alles bereinigen. Aber das reichte Nakoa nicht. Du hättest mit ihr gehen können. Das heilige Land verlassen und Urmutters ewiges Gedächtnis verlieren? Nein! Ich flehte Nakoa an, zu bleiben, um diesem Schicksal zu entgehen. Sie sagte, es sei ihr egal. Keine Ahnung. Ist sie wirklich verflucht, wenn sie unseren Vater rächt? Das wäre grausam. Ich halte Ausschau nach ihr. O Mutter, segne dich. Ich weiß, die Stammmütter lassen sie nicht zurück ins heilige Land, aber ich muss wissen, dass es ihr gut geht. Sie muss durch Mutterkrone gekommen sein. Meine Tante Solai lebt dort. Vielleicht weiß sie etwas. Und hat mehr Hinweise für dich. Naja, dann suchen wir mal nach der Nakoa. 5000 EP. Okay. So, wo sollen wir denn da hin? Ach Gottes Willen. Kann ich mich auch hinporten. Ein bisschen schneller. Das muss Mutterkrone sein. Solai müsste hier irgendwo sein. Die muss hier oben sein. Wir können aber erstmal unsere... Gefällt dir was davon? Natürlich. Natürlich. Vollpfosten. Yeah. Das Zeug, was wir nicht brauchen, das können wir gleich mal direkt verkaufen. Sonst verstopft das sowieso bloß unsere Taschen. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Bist du Solai? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist.
Er verstümmelte meinen Bruder. Und doch bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Sie kann nicht zurückkommen. Die Stammmütter erlauben es nicht. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du sie finden und ihr helfen würdest. Und bitte, behandle die Sache vertraulich. Werde ich. Versprochen. Gut, also müssen wir jetzt zum Tagturm. Den wir natürlich auch schon gefunden haben. Ja, ich habe halt die ganzen Quests vergessen, da mal hinzulaufen. Weil ich einfach nur der Hauptstory gefolgt bin. Naja. Machen wir es halt jetzt. Vielleicht, ob Nakoa hier war. Hä? Genau, so rum. Dann werden wir den mal fragen, ob er weiß, wo die ist. Na, ihn denn. Was auch immer der Sonnenkönig plant, er sollte es schnell durchführen. Der Hauptmann des Außenpostens war, glaube ich, hier hinten. Lakir kam allein zurück, etwas angeschlagen. Er war etwas verlegen, als ich dich erwähnte. Warum wohl? Er hat eine schöne Singstimme. Das ist die größte Lüge unter der Sonne. Ich werde mit ihm darüber reden. Es gab einen Vorfall mit Nakoa. Die Nora? Ja, ein Vorfall. Versuchter Mord. Präfekt Said kann dir mehr dazu sagen. Du findest ihn beim Hauptturm, die Treppe hoch. Warte. Said ist hier? Ist er. Hör mal, ich weiß, was dein Volk über ihn sagt, aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Sprich mit ihm. Vielleicht weiß er, wo sie ist. Und bitte versuch ihn nicht anzugreifen. Ich muss gehen. Gib Bescheid, wenn du was von den Vermissten hörst. So. Da oben. Ihr seid Said. Und du eine Nora. Deinem Tonfall nach hast du schon von mir gehört. Ich kann dich beruhigen. In deinem Stamm kursieren ja wohl wilde Gerüchte über mich. Aber die Nora verwechseln mich mit jemandem. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Aber der Nebel des Krieges stiftet oft Verwirrung. Leider wollen einige diesen Fehler nicht einsehen. So war es auch bei der letzten Nora, die hier vorbeikam. Die letzte Nora, die hier vorbeikam? Ihr meint Nakoa? Heißt sie so? Naja, es war eine unglückliche Situation. Sie griff mich am helllichten Tag an. Hätte einer meiner Männer sie nicht bemerkt, wäre es übel für mich ausgegangen. Aber wir konnten sie rechtzeitig überwältigen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Gehen lassen, natürlich. Sie dachte offensichtlich, ich sei für unsägliche Dinge verantwortlich. In gewissem Sinne war ihre Tat also gerechtfertigt. Ich erklärte ihr ihren Irrtum und schickte sie dann weiter. Leider hat sie mir offenbar nicht geglaubt.
Wo ist Nakoa jetzt? Das weiß ich nicht genau. Als sie ging, tobte sie. Sie würde mich irgendwie zu Fall bringen. Allerdings hat die Garnison vom einsamen Fels berichtet, eine junge Frau sei von Banditen entführt worden. Vielleicht war sie's. Ihr bestreitet eure Beteiligung an den roten Raubzügen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich war an diesen Operationen beteiligt, allerdings nur ganz am Rande. Aber all dieser Unsinn über Folter und Mord, das war ich nicht. Die verwechseln mich mit einem anderen Hauptmann. Einige Kameraden haben zweifellos Schlimmes getan. Doch Sonnenkönig Awad bemüht sich, solche Brutalität zu beenden. Sie waren ausgesprochen hilfsbereit, Präfekt Said. Keine Ursache. Der Sonnenkönig möchte sich mit deinem Volk versöhnen. Und ich bin sein demütiger Diener. Ich werde dem am einsamen Fels auf den Grund gehen. Verlasst euch drauf. Ja, tu das. Und falls es unseren Männern an Hilfsbereitschaft mangelt, bitte, lass es mich wissen. Ich kann ihm nicht trauen. Nicht nach Jans Erzählung, aber diese Garnison ist meine einzige Spur. So, wo muss ich jetzt hin? Dahinter? Begib dich zum einsamen Fels. Wenn wir schon mal auf dem Weg vom einsamen Fels sind, können wir auch gleich noch dieses Riesenvieh kalt machen. So, da ist er. Brauchen wir das hier? So. Laufe schneller. Thank you.
Gut, jetzt ist das Ding weg. So einfach geht das. Ohne Abrissspule. Und vor allen Dingen bringt der ja auch einen Haufen EP, ne? So, liegt hier noch irgendwelches Zeug rum. Das Ding ist bloß, im Internet sieht man irgendwelche Videos, wo 18er, also Level 18er, den mit den zwei Kanonen platt machen. Das habe ich bis jetzt noch nie geschafft. So. Jetzt gehe ich erstmal hier runter. Aber ihr braucht keine Angst vor dem Vieh haben. Es ist ziemlich pillepalle. So, ich habe eine Abrissspule. Genau. Dann nehmen wir den niedrigsten Wert. Nehmen wir raus. Klatschen den quasi dort rein. Der Rest war ja bloß Schutz oder so. Irgendwie. Ja, Fähigkeiten, da wir einen neuen Stab wollen, müssen alles, was mit Nahkampf zu tun hat, erforschen. So. Wir müssen aber immer noch die Nora finden. Goldenes. Oder sieht das bloß so aus? Nee, jedenfalls müssen wir mal weiter. Hey, was ist denn jetzt schon wieder?
Langbeine, warte mal. Das hilft bestimmt weiter. Langbeine. Das da drüben ist ein Langbein. Wir haben doch hier eine Aufgabe. Und zwar... Hier. Eine Schockbombe. Wir schon mal ein Langbein finden. Bei den Beinen ist die Maschine sicher so schnell, wie sie lang ist. Sollte vorsichtig sein. So, die ist jetzt geschockt. Jetzt müssen wir einfach nur warten, bis sie wieder aufsteht. Die suchen mich. Ich glaube, der ist dann ein Huhn oder was? Also muss ich warten, bis das Blaue weg ist. Fuck. Ich muss aus dem Wasser. Mist. Gut, das Tutorial haben wir auch abgeschlossen. Langbeinlinse. So. Jetzt machen wir aber hier bei der Nebenquest weiter. Wir suchen ja immer noch Nakoa. Und Nakoa befindet sich drüben. Erstmal speichern. So. Sieht aus wie ein Außenposten dort. Das muss der einsame Fels sein. Falls das eine Falle ist, muss ich sehr leise sein. Was ist denn da drüben? Schnappmaul, Schwäche, Feuer. Gesagt, wenn das eine Falle ist. Sieht wie ein gewöhnlicher Außenposten aus. Ich sollte mich umsehen. Mir ist langweilig. Langweilig vor Langeweile.
Mir ist langweilig von deinem Gerede über Langeweile. Mir ist langweilig von deinem Gemecker über meine Langeweile. Ich meckere nicht über deine Langeweile, ich meckere über... Halt, Fremde! Was machst du hier? Präfekt Said sagte, Banditen hätten hier ein Mädchen entführt. Weißt du, wohin sie gebracht wurde? Said hat dir das gesagt, was? Ah, hier gibt's keine Banditenmädchen. Aber ich kann dir helfen, deine Freundin zu finden. Der Boss hat uns eine neue geschickt, Jungs. Wickelt sie ein und bindet sie fest. Hierher! Ihr Sessel! Ich hab schon Schlimmes verstanden. Ich bin getroffen! Das Wort der Schande! Ist das alles? Hast du bezahlt? Au, au! Schlimmeres überstanden. Au, au! Na gut, mal sehen, was Said hier draußen versteckt. War doch eine Falle. Das blöde Schwein hat mich in eine Falle gelockt. Auf dem Wagen sind Ketten. Nur Ketten, Handfesseln. Sie haben Gefangene transportiert. Okay. Die haben die bestimmt verkauft. Gehen wir mal zum Lagerfeuer. Kurz zwischenspeichern. Falls wir dann doch mal sterben sollten. Da vorne ist doch irgendwas. Da vorne ist doch irgendwie so. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Eine Burg. Was mich da erwartet. Noch ein Lagerfeuer. Nebenbei immer schön diese Heilkräuter aufsammeln. Und jetzt noch ein Lagerfeuer. Die Spuren führen zu diesem Lager. Vielleicht ist Nakoa dort. Also jedenfalls sind in dem Lager Feinde. So, können wir uns hier irgendwie anschleichen?
hier an die Seite hochkommen. Sind schon ein paar. Schaden. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Okay, wir brauchen 2 Pfeile. Einfach einen Scharfschutzbogen. Unter Beschuss! Kopfschuss. Ja, Mist. Oh. Nicht runterfallen. So. Na ja, komm. Hoffentlich ist das niemand von uns. Jetzt rennt er da rüber. Und Kopfschuss. So, da hinten ist auch noch einer. Und hier waren doch noch irgendwo. Genau, da. Ja, hier ist jemand. Der Gefangene sitzt unten. Hier scheint ja keiner mehr zu sein. Erstmal alles einsammeln hier. Ja, sind das. Da oben ist auch noch was.
So, dann holen wir uns mal den. Also hier geht's auf jeden Fall runter. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Hä? Ach, wir haben einen Haufen Kühlsaft. Also, für weite Distanzen ist der Scharfschussbogen schon nicht schlecht. Gefangene. In Ketten, um versklavt zu werden. Nakor? Jan schickt mich. Wir können reden, sobald wir alle aus diesem Loch raus haben. Jan schickt dich? Ich glaub's nicht. Da hat wohl eins deiner Gebete doch funktioniert. Ich hab den Schlüssel. Ich helfe den anderen. Also los. Entkomme dem Gelände. Ich wusste, dass du Ärger machen wirst, Mädchen. Mhm. Aber am Ende wird es die Mühe wert sein. Das ist das Ende, Said. Für euch und eure Männer. Überlebst das nimmer. Kommando zurück, Leute. Ich bin getroffen. Ich werde es überleben. Einen so schnellen Tod hat er nicht verdient. Mein Vater war Jäger. Er lehrte mich, dass jedes Tier einen schnellen Tod verdient. Wie hat Said dich erwischt? Ich wollte ihn am Tagturm stellen, aber er erwischte mich. Er ließ mich gehen und später von seinen Männern einfangen. Und danach? Er wollte mich als Sklavin verkaufen, wie die anderen armen Seelen, die Woche für Woche hier durchkamen. Aber er ließ sich Zeit
und drangsalierte mich, wann immer er vorbeikam. Dass ich ihn töten wollte, hat seinen Stolz verletzt. Wie wurde Said zum Boss eines Sklavenhändlerrings? Der Abschaum, den du getötet hast. Er hat in den roten Raubzügen für Said gemordet. Der neue Sonnenkönig warf sie aus der Armee. Doch Said konnte sich herausreden und erkannte, dass hier neue Verdienstmöglichkeiten auf seine Bagage warten. Du hast viel durchgemacht. Mir geht's gut. Ganz sicher? Said ist tot. Ich hätte alles ertragen, um das zu erreichen. Und das habe ich. Was hast du jetzt vor? Die anderen waren monatelang in diesem Keller. Je schwächer sie wurden, desto schlechter konnte Said sie verkaufen. Sie brauchen Nahrung, Ruhe und Hoffnung. Ich bringe sie nach Meridian und versorge sie. Du willst auf keinen Fall wieder zurück? Was ist mit Jan? Die Stammmütter lassen mich nicht zurück. Selbst wenn, würde ich nicht gehen. Von mir aus können sie verbrennen. Was Jan angeht, weiß ich, wie ich ihn benachrichtige. Der Zwerg fehlt mir. Aber dann weiß er, dass ich in Sicherheit bin. Es wird Zeit für mich. Hey, ich kenne nicht mal deine Geschichte. Sie muss gut sein, wenn sie dir das Sucherzeichen gaben. Wenn du sie mal erzählen möchtest, komm zu mir nach Meridian. Ich bin dort, bis die anderen wieder auf den Beinen sind. Bis dahin. Vielen Dank, dass du mir mit diesem Abschaum geholfen hast. Vielleicht kann ich Said ja jetzt vergessen und zu meinem Vater gedenken. Tata, Rache einer Tochter.